Salto. 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 Kulturhörelemente. Sie hören einen Audiobeitrag der Zeitschrift Kulturelemente zur Reflexion unserer Zeit. Laut einer Studie des Journals Nature Reviews Earth and Environment im Jahr 2020 ist die Fashionbranche der weltweit größte Umweltverschmutzer nach der Ölindustrie. Hauptverantwortlich dafür sind der hohe Wasserverbrauch und die Wasserverschmutzung, Treibhausgase, die enormen Müllberge und vieles mehr. Von den 109 Millionen Tonnen Textilien, die jährlich produziert werden, stammen bloß 0,5% aus recyceltem Material. Bei Wolle sind es hingegen 6%. Auch dank des Beitrags von Prato, der italienischen Hauptstadt der Wollverarbeitung. Dabei wird Nachhaltigkeit heute so groß geschrieben, dass man es nicht übersehen kann. Aber was hat es damit wirklich auf sich? Kulturelemente hat sich also auf die Suche gemacht, um zu verstehen, was mit gebrauchten Textilien so alles geschieht und wie nachhaltig die Fashionbranche tatsächlich ist. Wo beginnt und wo endet das Greenwashing? Was bedeutet Zirkulärwirtschaft? Was ist der Unterschied zwischen Wiederverwendung und Wiederverwertung? Und ist die Wiederverwertung ökologisch überhaupt sinnvoll? Am Ende steht die Frage, wie sehr könnte eine ernst gemeinte Kooperation zwischen Industrie und Politik die Bestrebungen nach einer sauberen Textilbranche beschleunigen. Was nun tatsächlich mit der Kleidung passiert, die wir wegwerfen, in Altkleidersammlung werfen, das erklärt uns nun Alessia Patrucco, Forscherin und Dozentin an der Universität von Biella. Textilrecycling. Was passiert mit der Kleidung, die wir wegwerfen? Alessia Patrucco. Die Textilindustrie ist nach der Petrochemie für die weltweit höchste Umweltverschmutzung verantwortlich. Dies mag auf den ersten Blick verwundern, doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, wie viele Prozesse für die Herstellung selbst einfachster Textilien erforderlich sind, wie viel Wasser, Öl und Energie dabei verbraucht wird, wie viele chemische Verbindungen und umweltschädliche Abwässer dabei entstehen und wie viele Textilabfälle zurückbleiben. Textilabfälle werden unterteilt in Konsumabfälle, sogenannte Altkleider, und Industrieabfälle, die in den verschiedenen Verarbeitungsschritten anfallen, darunter Garn- und Textilstaub, Ausschussware, aber auch Verpackungen und vieles mehr. Der Großteil der Industrieabfälle wird glücklicherweise in den Unternehmen, die sie produzieren, selbst wiederverwertet und so in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Die verschiedensten Arten von Garn- und Textilstaub können jedoch von den Unternehmen nicht recycelt werden, da sie aus zu kurzen Fasern bestehen, um wieder zu Garn verarbeitet werden zu können. Daher landen sie auf Mülldeponien. Noch problematischer sind aber die Textilabfälle der Konsumentinnen, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die komplexe Zusammensetzung. Jedes Jahr treibt die steigende Zahl neuer Kollektionen die Verbraucherinnen dazu, mehr Kleidungsstücke zu kaufen, die zudem immer weniger benutzt werden, bevor sie weggeworfen werden. Dieses konsumistische Verhalten führt zu einem exponentiellen Anstieg von Textilabfällen in den Mülldeponien. Aus diesem Grund wurde nun europaweit festgelegt, dass die getrennte Sammlung von Textilabfällen bis 2025 verpflichtend wird und dass die gesammelten Abfälle recycelt werden müssen. Das Recycling von Konsumabfällen ist jedoch im Falle gebrauchter Textilien ein äußerst komplexes Prozedere, das aus vier grundlegenden Schritten besteht: Sammeln, Sortieren, Trennen und Verarbeiten. Die Sortierung ist der Ausgangspunkt für das Recycling. Die Europäische Union wird entscheiden müssen, welche Textilmaterialien gesammelt werden sollen und wie viele Sammelbehälter zu Beginn vorgesehen sind.
Dabei werden voraussichtlich drei Zusammensetzungen bevorzugt. Erstens die weltweit am meisten produzierten Fasern wie Polyester und Baumwolle. Zweitens die marktbestimmenden Fasermischungen wie zum Beispiel Baumwolle-Elastan in Jeans. Und drittens die am leichtesten zu recycelnden Textilmaterialien, also Monomaterialien, die nur aus einer Art von Fasern bestehen. Manch einer wird sich jetzt denken, dass es doch schon Sammelcontainer für Textilabfälle gibt. In der Tat, wir alle kennen diese Container. Aber derzeit wird die gebrauchte Kleidung undifferenziert in derselben Tonne gesammelt, damit Wohltätigkeitsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas die Kleidung in akzeptabler Qualität an Menschen in finanzieller Not spenden oder die Kleidung verkaufen und den Erlös spenden können. Diese Kleidungsstücke werden nach dem Einsammeln einer Sortierung unterzogen. Dabei werden die Textilien in Handarbeit nach Art und Qualität getrennt. Allerdings erfolgt das Sortieren derzeit zum Zweck der Wiederverwendung der Kleidungsstücke und nicht zur Wiederverwertung der Materialien. Um ein Material zu recyceln, muss die genaue Zusammensetzung des Kleidungsstücks bekannt sein, denn alle technischen Informationen sind für das Recycling unumgänglich. Das zukünftige Sortierverfahren muss daher in der Lage sein, die nötigen Informationen schnell, automatisiert und somit industriell nachhaltig zu liefern. Derzeit werden verschiedene Arten von Sortiersystemen untersucht, unter anderem solche, die wissenschaftliche Instrumente verwenden. Eines davon heißt NIR. Es ist in der Lage, die Faserzusammensetzung von Stoffen innerhalb von Sekunden zu liefern. Erste europäische Unternehmen versuchen, diese Art der Sortierung zu optimieren. All diese Sortiermethoden sind sicherlich nützlich, haben aber gewisse Grenzen. Chemisch identische Fasern wie Wolle und Kaschmir oder Viskose und Lyocell können nicht wirksam unterschieden werden. Und eine Reihe von Mischungen, etwa mit Elastan oder dunkelfarbigen Stoffen, sind auch problematisch. Erforscht werden auch Sortiersysteme mit gedruckten Barcode-Etiketten oder elektronischen Tags, die in das Kleidungsstück eingenäht werden sollen, um so am Ende des Lebenszyklus jene präzisen Produktinformationen zu vermitteln, die für ein ordnungsgemäßes Recycling unumgänglich sind. Wie werden aber Textilien recycelt und welche Prozesse finden statt? Zunächst einmal muss betont werden, dass sich Wiederverwertung, also Recycling, von Wiederverwendung, Secondhand-Kleidung unterscheidet, weil es sich dabei um eine Umwandlung von Textilabfällen handelt. Es wird unterteilt in mechanisches Recycling und chemisches Recycling. Das bekannteste mechanische Recycling auf industriellem Niveau ist sicherlich die Wiederaufbereitung von Textilabfällen mit Hilfe von Karden, die das Gewebe zerlegen und die Fasern so extrahieren. Diese extrahierten Fasern werden dann zur Herstellung neuer Kleidungsstücke benutzt, die dann als recycelt bezeichnet werden. Dieses Recycling wird häufig bei Naturfasern wie Wolle, Kaschmir, Baumwolle und so weiter durchgeführt. Eine andere Art des mechanischen Recyclings ist das sogenannte Schmelzrecycling. Vielleicht wissen viele gar nicht, dass die industrielle Produktion von neuen Polyesterfasern durch Schmelzen erfolgt. Der Kunststoff, aus dem die Faser besteht, wird geschmolzen und durch eine Art Kartoffelstampfer, Spinndüse genannt, gedrückt, um Fäden zu bilden. Somit kann ein Polyesterpullover recycelt werden, indem er eingeschmolzen und durch diese Fusion wieder in Fasern verwandelt wird. Wenn du jedoch auf einem Kleidungsstück die Aufschrift recyceltes Polyester entdeckst, solltest du wissen, dass es höchstwahrscheinlich aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wurde, die erhitzt und in Fasern umgewandelt wurden. Das Polymer, aus dem Flaschen und Polyesterfasern bestehen, ist tatsächlich dasselbe. Es heißt PET. Sowohl das Karnrecycling als auch das Schmelzrecycling gehören zum mechanischen Recycling, denn in beiden Fällen werden keine chemischen Verbindungen verwendet.
Aber die Chemie sollte nicht verteufelt werden, denn sie kann uns helfen. Es ist in der Tat möglich, einige Fasern mit chemischen Lösungsmitteln aufzulösen und wieder in Filamente zu verwandeln. Das schwedische Unternehmen RenewCell zum Beispiel verwandelt Zellulose-Abfallfasern wie Baumwolle, Viskose, Lyocell und so weiter durch chemisches Recycling in künstliche Filamente wie Viskose. Die jüngste Möglichkeit, Altkleider zu recyceln, zählt ebenso zum chemischen Recyceln und wird Depolymerisation genannt. Das Kleidungsstück wird mit Hilfe eines chemischen Lösungsmittels recycelt, das auch die Moleküle zerstört, aus denen die Faser besteht. Anschließend muss das Molekül, aus dem die Faser besteht, neu synthetisiert werden, um die Faser, dann das Garn und so weiter bis hin zum fertigen Kleidungsstück neu zu erzeugen. Beispiel für eine Faser, die durch Depolymerisation hergestellt wird, ist die von Aquafil produzierte Polyamidfaser Econyl. Das Unternehmen sammelt auf See zurückgelassene Fischernetze und zerstört mit einem chemischen Verfahren die Faser und das Polymer, aus dem sie besteht. Dies ist das komplexeste und teuerste Verfahren von allen, aber es ermöglicht, die Leistung und den Wert der Faser selbst zu erhalten. Tatsächlich führt das Recycling oft zu Qualitätseinbußen, obwohl es den positiven Zweck hat, Abfälle zu reduzieren und die für die Herstellung eines neuen Produkts verwendeten Ressourcen zu minimieren. In diesen Fällen wird das Recycling als Downcycling bezeichnet, während ein Produkt, das durch den Umwandlungsprozess an Qualität gewinnt, als Upcycling bezeichnet wird. Alle Arten des mechanischen Recyclings gehören zur Kategorie Downcycling, da hierbei die Fasern gebrochen werden. Beim thermischen Recycling werden auch die Moleküle, aus denen die Faser besteht, beschädigt, wodurch die fertigen Fasern weniger widerstandsfähig sind. Chemisches Recycling hingegen wird als Upcycling bezeichnet. Nach dieser komplexen Liste von Recyclingverfahren sieht es so aus, als hätten wir alle technischen Lösungen, um jedes Altkleidungsstück problemlos zu recyceln. Aber so einfach ist es nicht. Das Problem bei der Wiederverwertung von Textilabfällen am Ende ihres Lebens liegt vor allem bei den Mischungen. Mechanisches Recycling durch Schmelzen ist nicht möglich, wenn das Kleidungsstück aus mehr als einer Faser besteht. Mechanisches Recycling durch Wiederöffnen mit Karten hingegen ist möglich, aber wir haben keine Kontrolle über den genauen Prozentsatz dieser Fasern. Um dieses Problem bis zu einem gewissen Grad zu lösen, kommt uns das chemische Recycling zu Hilfe, denn chemische Lösungsmittel können Fasern auflösen, die wieder in ein Filament umgewandelt werden und gleichzeitig andere freisetzen, die wiederum in Garn umgewandelt werden. Chemisches Recycling ermöglicht also sowohl Trennungs- als auch Umwandlungsprozesse. Sind die Probleme beim Textilrecycling damit nun gelöst? Leider nicht. Farbstoffmoleküle oder solche, die bei Veredelungsprozessen hinzugefügt werden, um spezielle Effekte zu erzielen, erschweren das Recycling zusätzlich, indem sie bestimmte Arten der Wiederverwertung verhindern. Was also tun? Die erste Lösung besteht darin, nach Ökodesign-Methoden zu produzieren. Das heißt, ein Kleidungsstück nicht nur nach ästhetischen oder funktionalen Gesichtspunkten zu gestalten, sondern auch nach seiner Recyclingfähigkeit. Den Anstoß für diesen Wandel wird auch die Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung geben, die den Hersteller zukünftiglich dazu verpflichtet, sich selbst um die Entsorgung des Materials am Ende seiner Lebensdauer zu kümmern. Man hofft, dass dies die Unternehmen dazu ermutigen wird, mehr recycelbare Produkte zu entwickeln, indem sie vielleicht von der Produktion bestimmter Arten von nicht recycelbaren Mischungen Abschied nehmen. Der zweite wichtige Punkt besteht darin, Anreize für die Wiederverwendung von Kleidung zu schaffen, wie zum Beispiel Secondhand oder das Vermieten von Kleidung, indem auch das Reparieren attraktiv gemacht wird und neue Geschäftsmodelle eingeführt werden, bei denen das Reparieren zu einer profitablen Kunstform
und wieder zur gängigen Praxis wird. Nachdem man der Second-Hand-Kleidung durch Wiederverwendung und Reparatur nun ein zweites Leben geschenkt hat, muss man versuchen, ihr durch Recycling ein drittes zu schenken. Recycling erfordert, wie wir gesehen haben, mechanische oder chemische Prozesse. Die bringen eine gewisse Umweltbelastung mit sich, welche jedoch niemals größer sein darf als die Umweltbelastung der Neuproduktion oder Deponierung und Verbrennung des Abfalls. Textilrecycling steht vor dem Durchbruch und wird die Zukunft sein. Wir sind aufgefordert, verantwortungsvoll zu recyceln. Dennoch sollten wir alle Möglichkeiten der Wiederverwendung ausschöpfen, bevor wir unsere Bekleidung wegwerfen. Sie hörten einen Audiobeitrag der Zeitschrift Kulturelemente. Am Mikrofon Olivia Zambiasi, Konzept Heimo Bergmann. Salto. 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 Salto.